An guten Tagen stößt sie mit ihrer Eisenkugel weit über 20 Meter. Ich freue mich ganz besonders auf Christina Schwanitz. Hey! Wusste ich gar nicht, dass es Bundeswehr-Sportsoldat ist. Ein richtiger Beruf bei der Bundeswehr. Ich bin in der Sportfördergruppe, richtig. Und seit jetzt im 13. Jahr Sportsoldatin. Aber hast du da auch alles das, was andere Bundeswehrsoldaten machen, so Grundausbildung, das hast du auch mitgemacht? Oder wurde dann so ein bisschen... Hier hast du deine Kugel, geh da rüber. Na, also ganz salopp gesagt, ich kann Feuer machen, ich kann durch den Wald kriechen und ich könnte im Notfall erschießen, ich könnte auch das Gewehr nach demjenigen schmeißen. Also das geht. Ich habe ja Möglichkeiten. Und wie oft trainierst du jetzt bei der? Täglich. Täglich? Ja, so zwischen 8 und 9 Stunden. Und ist das da in der Kaserne? Gibt's da, was zwischen? 8 und 9 Stunden, das ist mein Job. Also ich gehe mindestens 40 Stunden. 8 und 9 Stunden? Zwischen 8 und 9 Stunden. Stößt du ja, ich stoße ja nicht nur Kugel, ich brauche es ja nicht bloß hier, sondern auch hier. Also, also ich mache auch Krafttraining, ich sprinte auch, ich springe auch. Also ich kann Leuten hinterher schmeißen, hinterher rennen, hinterher robben, kriechen, alles. Ach, du machst auch richtig, richtig so, gefährlich. Du rennst auch so einen Kreis. Ich kann halt nicht lange, ne? Also das ist beim Kugelstoßer. Okay. Das ist ja jetzt eine große Diskussion im Moment, weil da ja nächstes Jahr auch die WM stattfindet. Wie hast du dieses Land erlebt? Also das Klima war definitiv meins, so 30, 35 Grad. Hast du das so? Also ja. Ich hasse das. Zu warm geht nicht. Für Dicke. Also ich konnte dort auch im Pulli sitzen und habe nicht geschwitzt. Also es ist tatsächlich so mein Wetter. Allerdings, wie da zum Beispiel die Hierarchien sind und so Sachen, damit habe ich halt als doch etwas extrovertierte Frau ein Problem. Okay. Na, ich hatte jetzt leider Gottes den 2. Bandscheibenvorfall dieses Jahr. Allerdings nicht im Rücken wie so 90% der Bevölkerung, sondern eben genau oben am Hals. Okay, den habe ich mir allerdings geholt, als ich mir die Bronzemedaille bei der EM in der Halle gesichert habe. Also ich habe wirklich alles in den Stoß reingelegt und dann hat es halt mal kurz knack gemacht. Und damit habe ich ziemlich lange zu kämpfen gehabt und bin ich habe mir nach dem Wettkampf 1200er Ibu eingeworfen, weil gar nichts mehr ging. Wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, das ist die Elefantendröhnung und das tat immer noch weh. Auf ein Bier mit in die Welt. Bringst du die aus Deutschland dann ja, mit? Weil von zu Hause. Doha ist es ja jetzt nicht so ganz gut ja, mit Bier. Richtig, genau. Also der Doha war, wie gesagt, da wollte ich dafür einen Kasten Bier dabei? Wenn du nein, eine Flasche. Ja. Also wenn ich einen Kasten Bier mir in den Hals stelle, brauche ich den nächsten Tag nicht mehr aufstehen. Also nein, dass du dann abends, aber du, das ist ja eine längere Strecke, wo du da bist. Das ist ja dann... Ja, ja, es geht ja einfach nur um das Ritual, mein Stück zu Hause überall in der Welt zu haben. Und das ist die Flasche Bier? Genau. Oh ja. Jeder wie er möchte. Ja, ne? Also du kriegst ja noch Flasche Bier. Jedes Tierchen sein Pläsierchen. Wir kriegen gleich noch eine wunderbare Binding-Flasche Bier. Hast du schon mal Binding getrunken? Könnte sein. Du wirst danach nichts anderes mehr trinken.